Moin YouTube Deutschland! Bevor wir zum Thema vom Video kommen und ja, ich erkläre euch, wie der Spezialistenbonus funktioniert, wie ihr ihn bekommt, was da alles drin ist und was für Mythen es darum gibt, die alle falsch sind. Wir machen am 12. und 13. Juni, das ist ein Samstag und ein Sonntag, das allererste Sheppy, Reno, Sheppa, Feuer, Twitch, kommt vorbei, Warzone-Turnier. Ich möchte mir mit euch angucken, wie gut ihr in Warzone seid. Und auch die nächsten Tage und Wochen wird der Content auf dem YouTube-Kanal mehr Warzone sein als Cold War. Aus dem einfachen Grund, der Multiplayer ist im Prinzip ausgelutscht. Das sehen wir alle, glaube ich, so. Und wenn ich mir angucke, dass Warzone 110.000 Spieler spielen live und Cold War 2.000 Spieler und ich kann es komplett nachvollziehen, in Cold War kommt einfach nichts, das scheint auch die Entwickler nicht mehr zu interessieren, was damit passiert. Warzone ist aktuell meiner Meinung nach auch mit der neuen Map und mit der neuen Meta, die sehr aufgeteilt ist, einfach spaßiger und macht mehr Spaß. Und auch wenn ich kein großer Fan von Battle Royales mehr bin, weil wir einfach die letzten Jahre der Markt davon überschwemmt wurde, macht mir Warzone aktuell einfach Spaß und es gibt ganz viele Themen, die man angehen kann und das machen wir heute. Also, wenn ihr Bock habt, bei diesem Trio Warzone Turnier teilzunehmen, am 12. und 13. Juni, geht auf den Discord, es gibt extra einen Raum in meinem Discord-Channel, unten verlinkt, der heißt Turnieranmeldung. Schreibt die Namen eurer Teammates rein. Das heißt, ihr, euer Name plus die zwei Teammates, die ihr dabei haben wollt. Wenn ihr an dem Tag plötzlich einen Ersatzspieler habt oder sowas, braucht ihr den nicht extra reinschreiben. Hauptsache, ihr seid zu dritt. Ihr springt mit mir zusammen, ich bin der stille Beobachter sozusagen, als Squad ab. Ich werde mich sofort töten, so dass ich euch zugucken kann. Und es wird danach gehen, wie viel Kills ihr in dieser einen Runde, in der ersten Runde macht und welche Platzierung ihr bekommt. Eine richtige Chart-Tabelle werden wir euch Ende dieser Woche in den Turnier-Inforaum noch hinzufügen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, an dem Turnier teilzunehmen, wir haben nur 8 Plätze, die werden diese Woche Donnerstagabend ausgelost. Müsst ihr euch ranhalten. Donnerstagabend im Livestream losen wir die 8 teilnehmenden Teams aus. Das Ganze wird um ein Preisgeld von 150 € aus meiner Tasche sein. Das heißt, jeder von den Gewinnern bekommt 50 € im Prinzip. Und jetzt kommt noch was Schönes. Einmal umdrehen. Die Zweitplatzierten bei dem Turnier bekommen einen Cube Ultra Instinct. Der neue Geschmack, ihr habt es gesehen, Silverstorm, Ananas, Erdbeere. Meiner Meinung nach der absolut krasseste Geschmack mittlerweile. Einer aus dem zweiten Team bekommt Watermelon und der dritte bekommt ein Cube Ultra Instinct. Den habe ich auch hier irgendwo. Das heißt, für die ersten beiden Platzierungen haben wir schon mal Schönes als, ich sag mal, Teilnehmen, Gewinnen oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Die Regeln sind relativ einfach. Ihr springt zu dritt ab, müsst möglichst viele Kills machen, müsst möglichst gute Platzierungen schaffen. Die 8 Teams haben in der ersten Runde nur eine Chance, ihre Punkte zu sammeln. Springt ihr zu dritt ab und sterbt sofort, geht in den Gulag und sterbt alle, seid ihr raus aus dem Turnier. In der zweiten Runde haben die Teams dann 2 Runden Zeit und die Punkteplatzierung werde ich euch dann einzeln noch dazu zeigen. Könnt ihr alles in der Turnierinfo diese Woche auch noch im Discord-Channel sehen. Wichtig ist, ich springe als Host ab, damit hier keine Vorwürfe kommen, dass das eine Team irgendwie reverse-boostet hat vorher oder über VPN spielt oder sowas. Ich hoste das Ganze, ihr joint mir vorher, wir springen zusammen ab. Wenn ihr Bock darauf habt, schreibt unten in die Kommentare, dass ihr Bock drauf habt und meldet euch im Discord an. Und jetzt kommen wir zum wirklichen Thema vom Video. Seit ein paar Tagen haben wir ja das Easter Egg im Prinzip, seitdem die neue Map von Warzone da ist oder die überarbeitete Map im Prinzip, dass wir auf den Towers in Manhattan, Downtown ist es ja, ich sag mal Manhattan, es ist einfach nur Downtown, dass ihr mit eurem Squad oder auch wenn ihr alleine spielt, den Spezi-Bonus freischalten könnt. Und ganz viele Fragen andauernd. Sheppy, wie kriege ich den Spezi-Bonus? Ist das schwer? Ist das kompliziert? Was bringt der Spezi-Bonus? Was ist eigentlich, wenn ich den Spezi-Bonus habe und dann ein Loadout von mir nehme und da ist Geist bei oder auffüllen? Verliere ich dann den Spezi-Bonus? Und einige haben gesagt, es fühlt sich so an, als wenn ich irgendwie schneller laufen würde. Ich erkläre euch heute genau, was beim Spezi-Bonus dabei ist, welche Waffen-Perks ihr teilweise dazu bekommt und warum es nicht nur ein Gefühl ist, dass ihr schneller lauft, sondern dass ihr tatsächlich ein Perk bekommt, was es so in Warzone und Modern Warfare gar nicht gab. Um das Ganze am besten zu verstehen, zeige ich euch ja im Hintergrund auch ein bisschen, wie man das Easter Egg macht. Im Prinzip relativ einfach. Einer aus eurem Team nimmt eine der 3 Aufträge. Ihr müsst 3 Kisten sammeln. In der ersten Kiste findet ihr im zweiten Stockwerk die Keycard. Mit dieser Keycard könnt ihr oben in den Tresor später rein. In dem Tresor findet ihr den Spezialistenbonus für jeden aus eurem Team einmal.
und 100.000 Geld. Relativ einfach. Zu dritt, zu viert ist das Ganze einfacher zu machen, als wenn man das am Ende des Tages alleine macht, aber auch alleine geht das natürlich. Was ihr beim Spezi-Bonus bekommt, ihr bekommt unter anderem bei Modern Warfare-Waffen Waffenperks dazu. Bei Cold War-Waffen ist das so leider nicht. Die Waffenperks, die ihr, wenn ihr den Spezi-Bonus habt, bei euren Waffen habt, das gilt für alle Modern Warfare-Waffen, die ihr im Laufe des Games aufhabt. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Modern Warfare-Waffe switcht zu einer anderen Modern Warfare-Waffe, sind die Waffenperks auf der neuen Modern Warfare-Waffe auch mit drauf. Ihr bekommt Vollmantelgeschoss. Das heißt, wenn ihr den Spezi-Bonus habt und mit einer Kilo oder mit einer A-Max auf eine Bertha schießt oder auf einen Truck, die Dinger gehen kaputt wie nichts Gutes, weil ihr mit dem Spezi-Bonus zusammen Vollmantel bekommt. Ihr bekommt schlagkräftig dazu. Ihr macht 90% Schaden mit, oder 90 Schaden mit einem Schlag bei einem Gegner. Das heißt, ihr könnt ihn, selbst wenn er 150 Leben hat und volles Leben im Prinzip und Schild, könnt ihr ihn innerhalb von wirklich einer Sekunde dezimieren. Und was dazu kommt, dieses Perk sorgt dafür, dass wenn ihr den Gegner schlagt, sein gesamter, wenn er zum Beispiel zielt oder zu euch hinguckt, sein gesamtes Point of View nach oben geht. Das heißt, auch vorteilhaft, wenn man schon so weit ist, dass man jemanden schlagen muss, ist eh immer schon knapp, aber ist eben mit dabei. Dazu habt ihr Aufklärung. Ihr könnt feindliche Namensschilder, Namensdinger über den Charakteren auf weite Entfernung sehen. Das heißt, ist ein kleiner Vorteil. Lohnt sich jetzt alleine nicht unbedingt auszuwählen, aber ist eine Möglichkeit. Dazu habt ihr zerbrechlich verwunden. Kugeln sorgen für eine kurzzeitige Verzögerung der Heilung von Feinden. Was das im Prinzip bedeutet, normalerweise braucht ihr, wenn ihr angeschossen seid und dann einfach stillsteht oder weglauft und nicht wieder getroffen werdet, 4,8 bis 5 Sekunden plus 1-2 Frames, habe ich jetzt ungefähr nachgemessen, mit Sony Vegas geht das relativ gut, habt ihr also 4,8 bis 5 Sekunden, bis euer Leben sich wieder auffüllt. Mit diesem Perk, was extrem krass ist eigentlich, braucht der Gegner 11 Sekunden, also mehr als das Doppelte, um seine Wunden, um wieder von, weiß nicht, 1 Leben oder 10 Leben oder 50 Leben, den Balken voll aufzuladen. Solange ihr ihn hittet, lädt er sich nicht auf und es ist die Verzögerung drin. Ist ebenfalls mit dabei. Dann als vorletztes habt ihr mehr Moneten. Das ist nicht allzu wichtig. Im Prinzip sorgt es nur dafür, wenn ihr einen Headshot macht, bekommt ihr mehr XP dafür. Ist aber ein Bonus vom Spezi-Perk. Und das letzte, und das dürfte sehr interessant sein, gerade für manche Waffen-Loadouts, wenn ihr zum Beispiel einen LMG spielt, da habt ihr immer das Problem, dass, je nachdem welches es ist, die Nachladezeit extrem krass ist. Wenn ihr den Spezi-Bonus habt, habt ihr automatisch auch das Waffenperk bei Modern Warfare-Waffen Fingerfertigkeit dabei. Das heißt, selbst wenn ihr bei einer Waffe Angst hättet, dass ihr zu lange nachladet, wenn ihr den Spezi-Bonus habt, habt ihr Fingerfertigkeit ebenfalls dabei. Neben dem habt ihr selbstverständlich alle Perks aus dem Game. Das heißt, Eiltempo, KLD, ihr habt Plünderer, ihr habt Kaltblütig, ihr habt Abschusskette und ihr habt Zusammenflicken. Weiterhin habt ihr Auffüllen, Hardliner, ihr habt keinen Overkill. Also braucht ihr ja in dem Fall sozusagen nicht. Overkill müsste das sein, was ihr von Anfang an sonst habt. Alarmiert habt ihr dabei, Geist habt ihr dabei und Punktefreund. Gerade hier ist es extrem krass, dass ihr Geist und Auffüllen gleichzeitig habt. Ihr könnt die Nades spammen, ihr könnt die Granaten spammen und ihr habt Geist währenddessen. Und gerade die Frage, nehme ich Auffüllen als erstes oder nehme ich doch Overkill oder eigentlich doch auch Geist, kommt in den separaten Video, die Pros und Cons von all diesen Dingen. Ich kann euch aber sagen, der Spezi-Bonus ist schon extrem krass. Dazu bekommt ihr Aufdrehen, ist in Warzone, ihr verringert die Wiederbelebensdauer von 25% ist nice to have. Eifrig, Schrapnell, normalerweise habt ihr auch Kampfgestell dabei. Das Problem ist, das ist, glaube ich, noch ein bisschen buggy. In vielen Fällen ist es so gewesen, dass man, wenn man, das haben wir jetzt öfter mal probiert, den Spezi-Bonus habt, Kampfgestell, also ihr seid verringerter Wirkung von Blend, Betäubungs-EMP, Gaseffekten und Schnappschussgranaten ausgeliefert, dass es manchmal nicht funktioniert hat. Seid da vorsichtig, ihr könnt geflasht werden manchmal. Dazu habt ihr Kundschafter. Ist im Prinzip nicht super hilfreich. Ihr könnt, wenn ihr in der Theorie wollt, bei einem Trophy-System auf einem Truck das Trophy-System, wenn er an euch vorbeifährt, hacken und auf ihn schießen. Haben wir auch schon ein, zwei Mal gemacht. Ist ganz witzig. Die Gegner sind dann sehr überrascht. Müsst ihr gucken, ob euch das jetzt irgendwas taugt oder nicht. Und dazu Fährtenlaser. Das heißt, ihr habt diese Perks alle und die Waffenperks dazu.
Das ist aber nicht alles, was ihr habt. Viele haben davon berichtet, dass sie das Gefühl haben, dass sie sich schneller bewegen. Und das ist Tatsache so. Wenn ihr den Spezialistenbonus ausgewählt habt, beziehungsweise ihr habt ihn aufgenommen, ihr habt ihn so lange, bis ihr sterbt, wenn ihr droppt, kann ihn niemand anderes aufnehmen, bekommt ihr einen Geschwindigkeitsboost um 10%. Das heißt, ihr lauft schneller. Und es sieht so aus, als wenn ihr die ganze Zeit Totenstille aktiviert hättet. Totenstille lässt euch ja tatsächlich, mittlerweile ist es so, 10% schneller laufen. Und es sieht noch deutlich schneller aus, auch auf den Konsolen vor allen Dingen, weil der Field of View, während ihr Totenstille habt, sich verändert. Das heißt, mit dem Spezi-Bonus habt ihr alle Perks, ihr habt Waffen-Perks dabei, ihr bewegt euch 10% länger. Dazu habe ich getestet, ADS-Time, wie schnell seid ihr im Scope, Sprint-Out-Time, wie schnell schießt ihr aus dem Sprint, ob ihr jetzt irgendwie Slide-Canceling macht oder sonstige Movement-Methoden. Wenn ihr solche Infos haben wollt und auch Beispiele, wie die ganzen Pros sich zum Beispiel in Warzone bewegen, mit Slide-Canceling, mit Shoulder-Crouching, mit Crouching, mit all den Sachen, die wir da haben, schreibt das in die Kommentare, lasst gerne ein Like da, behandle ich auch gerne für euch, mit ein paar Beispielen, dass ihr es wirklich seht, wie man sich in Warzone eigentlich bewegt, um möglichst schnell zu sein und um immer den Taktik-Sprint offen zu haben. Auf jeden Fall habt ihr all diese Sachen und 10% Movement Speed, aber keine bessere ADS-Time, keine bessere Sprint-Out-Time und ihr macht in dem Sinne auch nicht mehr Schaden. Außer eben, dass ihr Vollmantel habt, was bedeutet Autos, Helikopter, LKWs, alles was fährt, Räder hat oder fliegt, könnt ihr besser abballern, besser zerstören. Das heißt, der Spezi-Bonus lohnt sich. Ich kann euch nur empfehlen, ihr habt es ja im Hintergrund auch gesehen, das Easter Egg kann man machen, sollte man zwischendurch mal machen. Es ist natürlich so, dass viele Leute wissen, dass der Spezi-Bonus relativ stark ist, weshalb relativ viele Leute dieses Easter Egg versuchen. Und letzten Endes ist es so, Spezi-Bonus ist nicht für jeden in der Lobby verfügbar. Das heißt, wenn ihr ihn haben wollt, macht es mit einem eingespielten Trio, eingespielten Squad. Meiner Meinung nach ist der Spezi-Bonus eine coole Addition, die wir schon länger haben, jetzt durch das Easter Egg eben auch jede Runde verfügbar. Manchmal habt ihr das Glück, dass ihr ein Team killt, was ihr einen Spezi-Bonus habt, dann könnt ihr ihn auch aufnehmen. Meistens ist es aber so, dass die Leute mit dem Spezi-Bonus relativ weit in der Runde kommen, weil sie eben Geist haben, auffüllen, können Granaten werfen, alles mögliche, haben KLD, haben besseren Taktik-Sprint und. Ich hoffe, euch hat das Erklärvideo sozusagen gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, meldet euch fürs Warzone-Turnier an. Scheppi ist raus, haut rein.